Guten Morgen. Wir sind hier auf dem Weg zur Schule. Zeig dich, wo bist du? Ach, da unten in der Ecke. Hallo. So, also, heute Morgen hat es geregnet und wir haben schon gedacht, wir müssen mit dem Auto fahren. Aber nein, der Regen ist weg und wir können Fahrrad fahren. Ist das nicht schön? Ja. Yuppie. In Wirklichkeit würde er natürlich lieber mit dem Auto fahren, oder? Mhm. Wer würde es nicht? So, jetzt geht es erstmal zur Schule und dann müssen wir ein bisschen shoppen. Ja, Mann, ich spuck schon. Und jetzt ratet mal, wen ich hier gefunden habe. Buh. Ja, ich fahre hier fast gegen Baum, ey. Das ist voll eng hier. Ja, wir gehen jetzt zusammen shoppen, ne? Wir gehen jetzt ein bisschen was einkaufen. Ja, für erste Geburtstag. Also shoppen. Ja. Ja, der erste hat Geburtstag. Und wir gehen eine Torte kaufen. Nee, Torte jetzt nicht. Dass ich für die Schule irgendwas zu verteilen, ne? Ach, das brauchen wir auch noch. Ja, ja. Mal sehen, wir gucken mal. Und das alles gibt's nicht mehr für mich. Ich habe hier zum Einkaufen auch meinen neuen Rucksack mit. Den hatte ich ja gestern schon gezeigt. Fahrradtasche, Rucksack, Seiten, Hängetasche, alles in einem. So, mal gucken, was wir holen. Da geht sie. Da. Sie hat mich noch nicht gesehen. Ich werde heute einen Tag Mama stolz. Guckt sich das eine an. Die filmt und kauft ein. Beinahe hätte sie mich gesehen. Leute, ihr glaubt es nicht. Ich komme jetzt hier von der anderen Seite. Ja, da ist sie. Aber sie hat mich noch nicht bemerkt. Sie hat mich noch nicht gesehen. Das ist unglaublich. Ich schleiche mich hier so ein kleines bisschen ran. Mal sehen, ob ich höre, was sie da aufnimmt. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Und hier ist sie gerade gewesen. Hier bei den Süßigkeiten. Ich glaube, sie hat für Ash irgendwas gekauft, damit er in der Schule was verteilen kann. Ich schleiche mich wieder ran. Mal sehen, ob ich hören kann, was sie sagt. Ich muss jetzt ganz leise sein. Ich stehe genau hinter ihr. Und sie hat mich noch nicht bemerkt. Was? Fake, alles fake. So, ich muss mir jetzt hier erstmal ein bisschen Vitamin C holen. Bei Keto ist ja nicht alles erlaubt. Aber Paprika, glaube ich, zum Beispiel Orangen und Zitronen und so, das ist ja auch mit Fruchtzucker und so. Und das ist auch nicht so gut. Also rote Paprika. Ich glaube, da sind die meisten Vitamin C drin. Naja, und vielleicht auch noch so ein paar andere, bestimmt auch noch ein paar andere Sachen. Rote Paprika. Und noch ein bisschen rote Paprika. Und noch ein bisschen was Buntes. Rot-Gelb-Grün. Und dann ist Schluss. Ich glaube, ich sehe die Kamera nicht mehr. So, und jetzt bin ich hier bei DM. Mal gucken, ob ich hier mich noch mal ein bisschen einparfümieren kann. Einmal die Tester checken. Marie geht zur Kasse und lenkt da alle ab. Das war mal Bruno Banani. Und mal gucken, was nämlich noch. Max Freshman probiere ich mal. Und auf dem Weg habe ich das schon mal hier gefunden. Übrigens, das Zeug hieß Gianfranco Ferris. Ich vergesse diesen Namen immer. Jetzt sind wir schon im nächsten Lebensmittelladen. Gemüse haben wir ja schon. Was wollen wir hier? Kuchenteig oder sowas. Ich habe übrigens jetzt die Tasche hier nochmal umfunktioniert. Hier zur Hängetasche jetzt. Also Fahrradtasche, Hängetasche, Rucksack. Ich bin ja begeistert von dem Ding. Und nochmal, das ist keine Werbung. Ich finde die einfach nur gut. Wie findest du die? Ich finde sie auch wirklich praktisch. Unsere Nachbarn haben die jetzt ja auch. Genau. Der Kreis erweitert sich. Genau. Und es gibt noch ein bisschen Eiweißbrot und Walnuss-Eiweißbrot. Und hier kommt schon der ganze Weihnachtskrams auf den Tisch mit Fettkohlenhydraten drin. Ich guck mal nur so, mach Spaß. Mal sehen. Kohlenhydrate 65 gegenüber dem Brot. Ach, jetzt kriege ich schon die erste Rückmeldung von Marie, was hier gut riecht. Hier diese Seite gut. Max, ja. Diese Seite Bruno Banani. Das riecht echt gut. Und du findest Bruno Banani gut, ne? Ja, das riecht wirklich gut. Wir sind ja noch hier. Wollen wir rein was kaufen? Nee, ich habe halt Geburtstag. Ja, da habe ich einen guten Tipp schon. Wink mit dem Zaunpfahl. Dong. Welche Bruno Banani ist denn das? Gibt's müssen wir im Video gucken. Habe ich aufgenommen. Okay. Und kurz nochmal die Tasche gezeigt hier. Jetzt wieder als Fahrradtasche. Richtig cool. Und ich muss nochmal sagen, es ist keine Werbung. Keine Werbung. Hackslash no Werbung. Also kauft die Tasche nicht. Nicht kaufen. Das ist nur so, weil ich die so toll finde. Nicht, hat keinen anderen Grund. Also Link steht unten in der Videobeschreibung. Ja. Der Arbeitsplatz ist noch verschlossen. Bei Marie auch. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt und danach geht's los.
Es gibt heute einen Apfel, Nüsse, Rosinen, Haferflocken und die Bauernmilch, die wir gestern geholt haben. Alleine Bauernmilch, ne? Ist nicht jede Milch vom Bauern? Naja, aber die ist ja nun richtig frisch vom Bauern, unbehandelt. Wir haben die ja abgetrocknet. Und als nächstes kommt die Milch noch dazu. Die gute Bauernmilch. Riecht anders als normale Milch. Echt? Also was heißt normale Milch? Das ist ja die normale Milch, ne? Darf ich mal riechen? Oh, ich erinnere mich an früher. Wieso? Also die, die wir haben, die riecht nicht so. Nee. Ja, wahrscheinlich, weil die ganz wenig Fett auch hat bei uns. Diese hier? Ne, unsere, die wir sonst kriegen, 1,5 oder 1,8. Also das kommt jetzt hier in meine Mixtur noch und dann... Das sieht ja lecker aus. So, ganz rein, ne? Oh. Weg ist praktisch. Also, jetzt mal testen, wie dieses... Das ist ja ein bisschen anderes Porridge hier. Normalerweise haben wir ja Porridge mit Quark. Ja, ja, ich weiß, das ist kein Porridge, das muss man eigentlich kochen. Bei uns heißt das aber Porridge, weil bei dir, man das so gerne hören mag. Bei mir heißt es nicht Porridge. Ich finde das so toll. Oh, ich rieche das richtig her. Das riecht aber eher nach Kuh. Also, die ist fettig. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Fett haben wir denn da drin? Weiß man das? Alles. Also, weiß ich auch 100%. Keine Ahnung. Aber das sieht lecker aus, was du da mixt. Aber mit Quark ist das ja natürlich ein bisschen dicker, ne? Spritzt das hier, das spritzt hier in alle Richtungen. Ja, Nüsse. Die Nüsse spritzen? Die Nüsse mit der Milch, wenn du das so rüber... Okay. Machst. Schon wieder? Ja, mach das nicht so doll. Scheiße. Okay. Adrian 50 kann nicht essen. Während ich hier so rühre, fiel mir noch gerade ein, also ich habe jetzt erstmal gelernt, richtig zu rühren, so langsam, dass nicht so alles rüber plätschert. Ich bin ja bei ketogenem Essen und Haferflocken sind eigentlich nicht keto, weil die haben ja ganz viele, ja, richtig viele Kohlenhydrate. Aber ich habe auch gelesen, es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate und Haferflocken hat langkettige Kohlenhydrate. Ist also auch bei Keto erlaubt. Hast du Ernährung studiert? Wer hätte es gewusst? Ja, gestern. Hast du schon alles aufgeweicht? Ja, soll auch, damit das ein bisschen dicker wird, sonst läuft irgendwie Milch in den Mund runter, wenn man das isst. Also, es geht los jetzt hier. Wir machen jetzt ASMR. Das ist eklig. Und, schmeckt das? Ich finde die Quark-Variante irgendwie besser. Ich glaube, es ist so flüssig. Ja, ist so flüssig, ja. Na gut, guten Appetit. Wünsche ich dir auch, mein Schatz. Ich bin jetzt fertig mit Frühstück und jetzt werde ich mal meine Kollegin hier zur Arbeit abholen. Ding dong, hey Ding Marie. Dong. Kommst du zur Arbeit? Ja, ich komme auch. Oh, du riechst richtig nach Milch. Ja, das ist schon eine etwas andere Milch. Wie sieht's aus? Wollen wir arbeiten gehen? Wir gehen jetzt arbeiten, ja. Komm. Ich mache mal kurz Arbeit. Hier. Ja, mache ich. Erstmal das. Ich gehe jetzt schon mal vor, ne? Ja, ich mach schon mal die Heizung an. Aha. Und jetzt bin ich hier gerade beim Bearbeiten von meinem Video und dann fällt mir nochmal auf, das ist ja ein Baustellenvlog. Und wir waren gestern gar nicht auf der Baustelle. Schnucki, wollten wir da nicht hin? Irgendwas anmalen oder so? Es gibt einfach Probleme mit unserem oder meinem. Also ich möchte gerne einen Ofen haben. Am besten wasserführenden Ofen. Und damit fangen dann auch schon die Probleme an. Ein Ofen braucht einen Schornstein. Und im ersten Obergeschoss steht ein Schornstein. Der geht aber nicht bis ins Erdgeschoss runter. Das heißt, wir haben uns gedacht, da bauen wir einfach ein Stück drunter. Das geht aber nicht. Da musste ich erstmal mit dem Schornsteinfeger sprechen. Der Schornsteinfeger hat gesagt, so ein Blödsinn, das kann man gar nicht. Brandschutzverordnung und so weiter und so fort. Also, Kaminbauer hatten wir ja denn da und der hat dann da auch gesagt, okay, dann machen wir da einfach einen Schornstein daneben. Dann hat er gesagt, das kostet so ungefähr das und das. Hat gesagt, er schickt uns dann ein Angebot. Das Angebot habe ich dann auch bekommen und da stand dann aber drin, dass das also etwas teurer wurde als eben das und das, was er gesagt hat. Das wollte ich dann auch wieder nicht. Also, wir noch mal einen anderen Kaminbauer mal befragt und der sagt dann, ja, wieso macht ihr das nicht so?
Aber das war genau so, wie der Schornsteinfeger gesagt hat, dass man das so nicht machen darf. Schornsteinfeger-Tipp war jetzt, Schornstein rausreißen, neu bauen. Eigentlich habe ich so dieses in Erinnerung, so, man hat so einen Schornstein, der geht so von oben bis unten das ganze Haus, und wenn man einen Ofen braucht, dann hängt man den einfach dran. Also Loch reinbohren und dann ist das fertig. Und hier ist es echt nur problematisch. Und da ich den auch noch gerne wasserführend hätte, braucht man dafür einen Wasserspeicher, und der vorhandene ist nicht groß genug, weshalb jetzt also der Wasserspeicher zusätzlich dahin müsste. Das haben wir uns auch schon überlegt, das würde einen Platz dafür geben, aber ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt an die vorhandene Wasserleitung angeschlossen werden kann. Also an den Heizkreislauf wahrscheinlich, weil da ist ja auch eine Heizung. Ich stelle mir jetzt so vor, okay, dann schließt man das irgendwie dazwischen, kommt das heiße Wasser ja da rein. Wahrscheinlich geht das dann auch wieder nicht. Also, es gibt eine Menge Wünsche, und also eine Menge von dem, was man gerne hätte, und dann gibt es die Realität. Warte mal, wie heißt das noch? Hm? Fantasie versus Wirklichkeit? Vorstellung. Ah, Vorstellung. Vorstellung versus Realität, genau. Unser Traumhaus. Vorstellung versus Realität. Darauf läuft es wohl hinaus. Dass ich mir so vorstelle, auch schön Ofen anmachen und dann so knister, knister, macht man sich das gemütlich am Ofen. Das wird wohl dann nur ein Heizkörper sein, vor dem man sich setzt. Dann können wir ein paar Flammen drauf malen. So eine Idee? Mm-mm. Ah, das gibt auch noch diese Öfen, die nur mit so einer Brennpaste funktionieren. Da hat man dann auch ein schönes, flackerndes Feuer mit null Wärmeentwicklung, also so fast null. Ohne Schornstein. Also da habe ich dann auch ein Problem, weil diese Paste, die da abbrennt, das rußt doch, also das muss doch irgendwie hingehen, wie eine Kerze auch. Und wenn man sich hier 100 Kerzen anmacht und in den Raum stellt, dann ist die Decke auch schwarz. Also würde das dann heißen, doch den Schornstein daneben stellen? Verflixt. Ja, da ist noch eine Betondecke dazwischen. Und durch die Betondecke durch. Da haben wir ja schon hinter uns hier, ne? Betondecke, eine Betondecke zu durchqueren. Ja. Haben wir schon hinter uns. Wir haben ja da eine Treppe hochgebaut hier bei uns, die zu Max hochgeht. Also wird ja wohl so ein kleines Loch, 50x50. Da bräuchten wir dann ja quasi nur einmal drauf treten, dann ist es durch. Das Problem ist aber, da ist auch noch eine Fußbodenheizung. Und wenn man die so kurz mal durchhackt, dann es ist im Moment nicht leicht. Ich habe mir gerade mal bei dieser Firma mit A ein Prüfgerät von der Firma mit B gekauft. So, und das kann, das hat, glaube ich, 250 Euro gekostet. Das kommt jetzt demnächst. Und damit kann man Wasserrohre, Leitungen in der Wand und so hundertprozentig feststellen. Und da gucke ich mal, ob ich damit irgendwie weiterkomme, und dann haue ich da selber ein Loch rein. Und da werde ich ganz viel Spaß dabei haben. So ungefähr wie mit diesem rotten Holzzaun. Da kann man dann ja, da konnte man die Schrauben nicht rausdrehen. Und da kam dann halt mal die Brechstange zum Einsatz. Und jetzt kommt die dann beim Beton zum Einsatz. Beziehungsweise wir haben ja eine Ratatazong. Also dieses, wie heißt das Ding noch? Vorschlagbohr, ja, also wenn der Ratatazong, nenne ich das, genau, weil das halt ganz doll rattert und das fliegt halt, das Zong, so ist das weg. Also der geht durch Beton durch wie durch Butter, und damit haue ich da einfach ein Loch rein. So, vielleicht kriege ich das dann ja ein bisschen billiger mit dem Schornstein. Also es ist auf jeden Fall alles. Aber wieso hat der Erbauer von diesem Haus nicht den Schornstein bis unten durchgemacht? Wäre viel einfacher, aber hätte, wäre, wenn, ist nun halt ganz schlecht. So. Das war's. Ciao.